Halt, hast du nicht gemacht. Hast du nicht gemacht. Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Deathless Zuschauer. Ihr seht heute schon im Titel, es geht wieder um Deathless Zuschauer. Und ich denke, heute hat wieder einer eine Story mitgebracht. Und den moven wir jetzt gleich sofort mal. Bevor das Video aber losgeht, denkt dran, Instagram und so weiter auszuchecken. Dort wird nämlich Deathless Zuschauer immer angekündigt. Und ja, falls ihr euch wundert, warum ich den Skin noch habe, ich habe diese Folge vorproduziert. Und deswegen, ja, weil ich gerade im Urlaub bin. Deswegen auf Instagram habe ich wahrscheinlich da ein paar Bilder gepostet. Deswegen unbedingt mal vorbeischauen. FluxYT ist hier auch gerade eben eingeblendet worden. Das Punkt, was da steht, einmal durchstreichen. Das stimmt somit ich so nicht. Also es ist wirklich FluxYT ohne das Punkt. Früher war es mit dem Punkt, aber jetzt nicht mehr. Und ja, jetzt viel Spaß mit dem Video. Und ich würde sagen, wir moven den ersten hoch. Und ja. Let's go. User was moved to your Schönen guten Tag, hast du Lust auf eine Runde Deathless Zuschauer? Ja, danke. Na du? Du bist fast erdrückt worden. Das hören wir uns doch gleich gerne mal an. Wie heißt denn du, Inge? Meine 68, ich hab dich gerade schon eingeladen. Wie heißt du, meine? Okay, dann lade ich dich mal ein. Da, ja. Die Invite. Mein 6. Ach, so. Können wir um Hero Lifetime oder so spielen oder ein paar Monate Bann oder so vielleicht? Wir können, das Problem ist, dass ich, also ich kann, wir können gerne über einen Goldrang oder sowas spielen. Das Problem ist nur, dass so höhere Ränge müsste ich halt selber bezahlen, weißt du, je nachdem. Und deswegen, aber dann wirst du natürlich auch eine Woche gebannt, wenn das Ganze nicht funktionieren wollte. Oder du musst irgendwo andere Strafe machen. Also um Gold meinst du jetzt, wenn wir eine Woche bannen oder Gold, okay. Ja? Ja, ist okay. Okay, dann Leute, jetzt hier das erste Mal um Bann. Wie gesagt, ist ja mit ihm abgemacht. Beziehungsweise ich werde das dann noch abklären mit Flo und so, ob ich dich dann dafür einmal kurz bannen darf. Oder sonst finden wir irgendeine andere Lösung noch. Vielleicht verlost er dann einfach an euch was oder ich verlose noch irgendwas an euch. Achso, das wollte ich eh in dem Video sagen. Und zwar, Leute, könnt ihr nämlich in den Kommentaren heute was gewinnen. Ihr müsst einfach nur Hashtag Fortnite ist besser als Meinsucht ist jetzt hier eingeblendet. Damit könnt ihr etwas dazu schreiben, warum ihr denn gerne etwas gewinnen wolltet. Und zwar, denke ich mal, verlose ich entweder einen Meinsucht-Rang oder irgendwas Merch oder so. Ist jetzt hier gerade alles eingeblendet. Also einfach das machen, dann könnt ihr daran teilnehmen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ingame und sehen uns gleich wieder. So, jetzt gehen wir mal hier hin. Ich hoffe, dass erstmal ein paar Blöcke hier drin wäre. Okay, ja, dann du hast ja heute eine kleine Story mitgebracht und zwar, dass du fast erdrückt wurdest. Also, ja, es gibt ja echt viele Sachen, die so im Leben passieren. Ja, erzähl mal, was denn passiert. Also, es ist jetzt nicht so lang und zwar, unsere Nachbarn hatten Baustelle und die hatten so einen kleinen Bagger da. Und ich habe da halt mitgeholfen, da war ich glaube, 9 oder so. Da war ich 9 oder 10, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war der Bagger da neben mir gestanden und ich wollte, also im Container lag noch eine Schaufel und er wollte gerade was reinbaggern und schwenkt sich eben und drückt mich halt dann eben komplett gegen den Container. Mit dem Bagger, also du hast den Bagger. Ja, mit der Baggerschaufel. Nee, ich stand am Container und wurde von der Baggerschaufel an den Container gedrückt. Wer hat denn den Bagger gefahren? Der war schon erwachsen, also unser Nachbar eben dann. Und der hat mich nicht gesehen, okay. Ich stand da und dann hat er sich halt gedreht und hat mich dann gegen den Container halt gedrückt von hinten und ich habe das halt auch nicht gesehen. Hab das dann halt erst gemerkt. Wie ich dann mit der Bagger schaufel dann. Ja, gut, okay, wo du es wahrscheinlich gespürt hast am eigenen Körper. Ja. Aber bist du da irgendwie angeschlichen, so von der Seite und er sieht dich nicht? Also, ich stand da und der hat nach hinten geguckt. Und dann wollte ich halt eben gerade die Schaufel so wegziehen und dann hat er sich eben gedreht. Musstest du irgendwie dann ins Krankenhaus oder so irgendwas? Ja, ich hatte dann irgendwie keine Luft mehr so richtig gekriegt. Und dann mein Vater war halt auch nicht da und dann haben die halt meine Eltern angerufen und dann sind wir dann ins Krankenhaus gefahren. Aber zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Hallo? Oh mein Gott, ja, von wegen nicht eingespielt hier. Ist schon wieder viel zu viel. Ja, vorhin habe ich noch ein paar Runden gespielt. Ich dachte, ja, es könnte ja sein. Jetzt aber runter mit dir. Nein. Mein Gott, doch. Du warst von runter. Nee. Niemals.
Jetzt hat er mein Eisen eingesammelt, du Kleiner. Lass mein Eisen fallen. Du kriegst auch nicht Knockback, Alter. Boah, da hat das Anti-Cheat mich gerettet, Alter. Na? Oh mein Gott. Alter. Hat. Ah, nee, jetzt hast du mein ganzes Eisen eingesammelt, Alter. Das ist richtig. Boah. Nicht gut so. Nee, das ist nicht gut so. Oh Gott. Auf jeden Fall habe ich dann halt eben gefühlt die ganze Straße zusammengeschrien, weil ich habe da richtig laut geschrien. Boah, weil es war halt auch so voll Schreck. Ja, kann man sich vorstellen, wenn so ein Bagger so ein bisschen, der hat ja schon ein bisschen Kraft, wenn der auf einen drauf drückt, dann ist das bestimmt nicht so toll. Kann ich auf jeden Fall mir vorstellen. Ja, also Leute, ihr könnt jetzt mal hier oben abstimmen. Boah, ich mache im Moment echt in den Videos sehr oft eine Abstimmung, Alter. Das ist nicht mehr wahr. Aber Leute, ihr vergesst die wahrscheinlich eh. Nein, ihr könnt auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, was ist euch schon mal so passiert an Unfällen, die beinahe schief gegangen wären oder sowas. Und ja, das könnt ihr mal reinschreiben. Oh mein Gott. Komm her. Nein. Komm her. Arr. Ja, oh mein Gott. Ja, du bist gestorben. Ach, hast du dir da Blöcke hingelegt? Du bist echt ein Fuchs, Alter. Oh mein Gott. Nein. Geh, hau ab. Hau ab. Nein! Nein. Oh mein Gott. Ja. Ja, ich hätte mich eh nicht mehr retten können, deswegen habe ich mich lieber umgebracht. Okay. Na gut, jetzt habe ich nichts dabei. Das ist jetzt ein bisschen. Ja, es ist halt schwierig, die Blöcke abzubauen, die schweren, großen, dicken, fette Blöcke. So, okay. Jetzt kommt meine Rache, Alter. Jetzt musst du gleich weglaufen hier. Spiel ich auch mit Eisen. Ja, spiel du mal mit Eisen. Spiel du mal mit Eisen. Ich bin hier der Eisenking. Ja, also mir ist tatsächlich mal, das kann ich euch auch mal so erzählen, mir ist auch mal so etwas Ähnliches passiert, wo halt, oder ich war mal krank, also ich hätte mal schlimmer krank. Also wie gesagt, ihr könnt immer noch oben abstimmen, wart ihr mal so schlimmer krank oder halt ist euch so ein Unfall passiert. Also mir von so Bauarbeiten oder so tatsächlich noch nicht, aber ich glaube, jeder hatte schon mal so einen Moment, wo er so, durch irgendwelche solchen Sachen oder so, in Lebensgefahr war oder so. Also, ja. Okay, warte. Spitzhacke habe ich. Spinnenweben. Du kommst denn noch gar nicht? Ich dachte jetzt eigentlich, du kommst. Ja, ich glaube, da muss ich mal angreifen. Was wollte ich jetzt mal sagen? Ich bin völlig gerade aus dem Konzept raus. Ach, Copwrap wollte ich noch einkaufen. Und, ja. Ach, ich geh lieber durch. Lieber dein Bett verlieren. Ja. Okay. Ich bin nicht immer so sicher hier. Du verlierst deins nämlich vorher. Komm her, du wirst so sterben. Hast du dir gerade einen Goldapfel gegönnt? Hast du ernsthaft dir einen Goldapfel gegönnt? Nicht ernsthaft hast du dir einen Goldapfel gegönnt. Alter, hast du nicht gemacht. Hast du nicht gemacht. Aber was du kannst, kann ich schon lange. Jetzt wirst du sterben. Ja! Oh mein Gott! Was? Hast du... Boah, das war so knapp. Wie viele Herzen hattest du noch? Ah ne, ich hatte... Warte. Ich hab gewonnen, oder? Ja, glaube auch. LOL! Oh mein Gott, war das knapp, Alter. Okay, wir sind direkt in der nächsten Runde durch das Ding, aber... Hey, ich hatte, glaube ich, nur... Ich dachte kurz, du hättest auch gewonnen. Ja, dachte ich auch. Ja, du hattest ja schon Ja gesagt und dann sehe ich so, dein Team hat gewonnen. Oh mein Gott, das war richtig laut. Nee, aber ich muss sagen,
Ich glaube, wenn ich nicht mit Cop-Rap oder so gespielt hätte, ich bin ja so ein klassischer Cop-Rap-Spieler und mit Eisen und so, sonst kann ich halt nicht so. Wärst, hättest du echt gewonnen, also echt Props an dich. Wollen wir noch eine Runde machen, doppelt oder nicht? Komm, weil das so an der Stelle so gut war, schenke ich dir einfach den Goldrang, ja? Alles super dafür. Und ich verlos noch einen in der Runde. Also Leute, lasst auf jeden Fall mal dafür einen Daumen nach oben da. Damit bin ich jetzt einfach mehr fair zu dir. Du hast ja noch gar keinen Rang. Dann kriegst du jetzt einfach kostenlos von mir den Goldrang, obwohl du verloren hast. Aber man muss mal offen sein, Leute. Wenn ich es nicht... Wenn ich es nicht vergesse, wie heißt du auf YouTube? Mein... Mine 68, ja, so wie... Genau. Hier. Also einfach mal auschecken, könnt ihr mal suchen, wenn ihr Bock habt. Und ja, jetzt sind wir noch in der Runde. Lasst einen Daumen oben da. Wir spielen jetzt nochmal ganz kurz eine Runde zu Ende. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Jetzt im Outro könnt ihr noch auschecken und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Und denkt ans Gewinnspiel. Haut rein, Leute. Tschüss.